Leute, wie geht es dir eigentlich? Ist man eigentlich egoistisch, wenn man seine Zuschauer nicht fragt, wie es einem geht? Ich weiß es gar nicht, entscheide doch mal selber, aber deshalb, wie geht es dir eigentlich? Das ist eigentlich eine allgemeine Frage, schreib es doch mal gerne in die Kommentare. Ich möchte mich natürlich dem Zuschauer auch gerne widmen und einfach mal ein bisschen kommunizieren mit euch oder beziehungsweise mit dir. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt, beziehungsweise ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich weiß ja nicht, wann du dieses Video anschaust. Und wenn du dieses Video gerade anschaust, dann entscheide doch mal, ob du ein Like oder ein Dislike da lässt. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Und falls du neu da bist, dann abonniere doch endlich mal meinen Kanal. Endlich, abonniere mal. Jetzt ist der Grund, warum du abonnieren sollst. Und auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Dann verpasst du nämlich auch nichts. Das wäre natürlich auch noch perfekt. Und wenn du gerade dabei bist, so sozial zu mir zu sein und mich entsprechend zu unterstützen, würde ich auch dich freuen, wenn du unten einfach mal kurz das Video teilst. Bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Ich weiß nicht, auf welchen Plattformen man noch teilen kann. Also auf jede Plattform. Es ist doch nur ein Klick. Warum nicht ein Klick für mich? Das wird auch wichtig für dich, denn du wirst mir damit eine Freude machen und mich einfach damit unterstützen und hättest was Gutes heute getan. Also warum nicht? Ne? Das ist die Frage. Aber ich will mich natürlich auch bedanken für den Klick, denn ich mache dir ein cooles Video. Wir werden heute unterwegs sein. Wohin? Das sage ich euch noch nicht jetzt. Ich bin nun in Wolfsburg angekommen, beziehungsweise befinde ich mich in der Autostadt. Volkswagen, hey, dieses Skandal, oh nein, kein politischen oder sonstigen Vlog hier, hallo? Also, keine Ahnung. Das Lustige ist nur, vor einem Jahr, Januar 2018, war ich das letzte Mal hier in der Autostadt. Eigentlich ist die Autostadt mein Zuhause. Als ich damals noch bei Volkswagen gearbeitet habe, ich sage auch Volkswagen und nicht VW, so habe ich es damals auch gelernt, deshalb sage ich immer wieder Volkswagen, da war ich fast täglich, nein, okay, übertrieben, aber jeden zweiten Monat war ich in der Autostadt und habe hier Autos abgeholt für meinen Arbeitgeber damals. Und letztes Jahr war ich noch mit meinem Volvo hier und es hat sich geändert. Ich habe einen Volkswagen, falls ihr den Carporn schon mal geguckt habt. Aber falls nicht, verlinke euch hier einfach hier oben den Carporn. Eventuell, wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, mache ich einen neuen Carporn, weil ich ja schon einiges auch gelernt habe. Aber hole ich heute noch das Auto ab? Man ist ja in der Autostadt eigentlich zum größten Teil, um Autos abzuholen, ne? Also das sehen wir jetzt. Leute, habt ihr schon das neue Auto gesehen? Was war es wohl? War es vielleicht ein Audi? Nein. Denn wenn ich Audi abhole, muss ich ja wahrscheinlich nach Ingolstadt und nicht nach Wolfsburg. Was ist es wohl? Was ist mein neues Auto? Mein neues Auto ist das alte Auto. Ich bleibe einfach beim Golf GTI. Ich habe kein neues Auto. Das war jetzt so ein bisschen geprankt bei euch. Aber mir ist aufgefallen, ich habe bei der ersten Aufnahme aus Versehen das interne Mikrofon benutzt, weil ich nämlich beim letzten Mal, als ich nämlich im Harz war, das Problem mit dem Akku hatte. Und deshalb wollte ich einfach ein bisschen akkuschonend machen und deshalb das interne nutzen statt das externe. Ich hoffe, die Qualität war jetzt nicht ganz so grauenhaft. Bei der Ansage hatte ich zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon. Das ist natürlich am besten, sonst heilt das überall. Aber ich glaube, es ist langsam Zeit, was essen zu gehen. We'll be right back.
ist der Tag von Volkswagen zu Ende. Wie gesagt, neues Auto habe ich nicht. Ich bin glücklich mit meinem GTD. Ist eine gute Investition gewesen. Hab viel Spaß damit gehabt. Hört sich an, als ich hätte mich verabschiedet. Ja genau, ich habe ihn hier gelassen. Nein, aber es gibt da echt Autos bzw. auch Farbkombinationen, die mega geil sind. Es ist diese Hot Orange oder auch dieses curryfarbene Fahrzeug. Ich blende euch mal nebenbei so zwei Bilder an. Also ehrlich, diese Farben finde ich einfach geil. Und meiner ist jetzt auch nicht komplett weiß. Meiner ist nur so ein bisschen, ja, so ein gräuliches Weiß. Und was ich einfach auch ziemlich cool finde, weil es wäre sonst langweilig. Ich meine, wenn man da so rumgeht, sieht man irgendwelche schwarzen, weißen Autos, mal Silber. Und ja, zum größten Teil war es dann nicht so welche aussagekräftigen Farben, so, die so einmalig sind. Die fehlen einfach da und deshalb bin ich immer so ein Freund, wenn man so eine Farbe hat, die eben entsprechend nicht so häufig auf der Straße vorkommt. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welches Auto euch so gefällt. Nicht allgemein auf Volkswagen-Konzern gerichtet, sondern allgemein auf den ganzen Automarkt gerichtet. Vielleicht ist es auch Mercedes, vielleicht ist es ein BMW oder vielleicht ist es auch ein Volkswagen. Also ich zurzeit tendiere sehr stark auf einen RS6 Avant. Also den könnte ich mir natürlich nicht leisten, aber das ist so ein Auto, wo ich sage, das wäre so mein Traumauto, was ich haben möchte. Der Touareg hat mir sehr gut gefallen, auch von innenraummäßig. Also das war auch echt ganz geil. Aber ich würde sagen, ich beende diesen Vlog. Lasst ein Like und ein Abo da. Teilt dieses Video auf jeden Fall. Bitte, bitte macht das, Leute. Du musst es teilen auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Irgendwo einfach teilen. Das würde mir natürlich helfen und mich unterstützen. Auf Wiedersehen. Ciao.